So, meine Herren, zur dritten Aufnahme in Folge von City Skylines. Und wir können Dings bauen. Das ist natürlich erstmal das wichtigste Part beginnen und erstmal Friedhof genau neben der Oberschule bauen. Warum auch nicht? Also, wer hat sich denn das nicht gewünscht, einen Friedhof direkt neben der Schule zu haben? Damals, also, ich wollte das schon immer haben. So, wir machen natürlich wieder zurück auf unsere Geschwindigkeit 2. Und gucken mal, was hier unser Stadt wird. Also wir sind bisher bei 1000 plus. Also mit meiner anderen Stadt wäre ich schon lange positiver herausgefallen. Aber ich wollte unbedingt nochmal neu aufnehmen. Und man sieht, das wird überhaupt nicht... Das wird einfach nur scheiße. So, jedenfalls ist das alles in einem Stück, das gefällt mir schon viel, viel besser. Wasser haben wir bis dahin gelegt, das ist sehr, sehr gut. So. Ah, nein, es ist weit. Das war mein Handy, tut mir echt leid. Muss ich mir eine andere Möglichkeit finden, wie lange ich jetzt aufnehme. Wir haben es 19.13 Uhr bei mir im Moment. Das schon recht spät, würde ich sagen. Ja, das R habe ich gerade ein bisschen gerollt. Tut mir echt leid. War echt nicht geplant. Ich hoffe, das reicht erstmal fürs erste. Wohngebiet. Es wird Wohngebiet gesucht. Ah, nein, ich möchte nichts Neues. Man könnte das Wohngebiet dann natürlich bis hier runter durchziehen. Was eigentlich recht geil ist. Die Industrie ein bisschen weiter nach oben verlegen. Mein größtes Problem, was ich damals gemacht habe im Livestream, ist einfach die Straße zu verbinden. Das war der komplette Horror für die ganze Stadt. Ach, guck mal, was hier falsch ist. Weil sonst läuft ja einigermaßen der Kreisverkehr. Wir machen mal hier draus eine Vorfahrtsstraße. Dann wird das hoffentlich schon besser laufen. Also mit der Stadt ist überhaupt kein Problem. Also da gibt es eigentlich in keinem Safe-Punkt irgendwie Problem. Das einzige Problem ist immer die Dings hier. Mach mal hier. Die sollten ja eigentlich auch mal stoppen. Gut, was hier natürlich das Problem ist, ist natürlich ein bisschen mistig. Hier wäre vielleicht doch eine Ampel besser an der einen Ecke. Man weiß es nicht. Was wäre, wenn ich das so mache? Ich möchte jetzt einfach nur mal wissen, weil so kommen sie ja schnell. Sie werden natürlich nie in Kreisverkehr aufgebaut. Naja, indirekt. Also es gibt schon mal Kreisverkehre, wo die müssen drinnen warten und draußen hast du reinfahren. Das sind die Kreisverkehre ohne den Kreisverkehrsschild. Okay, jetzt staut sich das hier. Was ist, wenn ich das so mache? Da können die abbiegen wollen, abbiegen. Die hochfahren wollen, fahren hoch. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit überhaupt. Wie sieht es denn hier oben aus? Hier oben gibt es bisher keinen Stau, keinen Stau, keinen Stau. Sehr gut. Ja, ich glaube, das ist wirklich die beste Möglichkeit, weil so entsteht hier kein Stau, weil die durchfahren dürfen. Und ja, gut. Wir werden jetzt das doch mal machen. Wir werden ausgehende Verbindungen Wasser. Ach so. Diese Karre enthält Wasser. Wir werden jetzt einfach für 3200 doch mal dieses Grundstück kaufen, damit wir die Dings bis runterziehen können.
Und hier drüben wird dann die Industrie weitergebaut. Die Industrie bekommt dann nochmal eine extra Auffahrt von hier. So wird das wohl jetzt ausgehen. Wir werden jetzt mal hier die Hauptstraße genau geradeaus weiterführen. Ich würde sagen, für 10.000? 10.000 genau. Ha, Respekt. Wer es selber macht, so. Hier machen wir nur ein kleines bisschen weiter. Aber wir müssen immer dran denken, wir müssen noch Wasser und sowas nachbauen. Die Autobahn müssen wir hier umbauen. Dann, sobald wir hier die 4.600 erreicht haben, müssen wir mit Lärmschutz bauen. Es ist viel, viel schwieriger jetzt woanders auf die Uhr zu gucken als direkt aufs Handy. Warum habe ich mein Handy nicht geladen? Das ist eine sehr gute Frage, lieber Zuschauer, weil ich einfach nur dämlich bin. Ich hatte bis jetzt kaum Zeit gehabt, habe vorhin noch was am Computer gemacht und eigentlich müsste jetzt auch aufs Klo noch, aber eigentlich will ich auch noch mal zum Friseur heute, aber ja, so sieht's wohl aus. So ist mein Leben. Ah, ich wünschte, das nicht schräg so. 1.000 haben wir noch. Es wird dann aber trotzdem irgendwann mal mit dem Wasser knapp. Naja, Wasser vielleicht nicht gleich, aber Strom wird erstmal knapp. Erstmal hier nochmal Wohngebiet rein. Alles voll mit Wohngebiete. Los geht's. Ach nee, da war ja was. Hier müssen wir uns noch was überlegen. Hier werde ich vielleicht nochmal eine ganz kleine Straße drüber führen. Oder naja, so eine dicke wird vielleicht doch noch reichen. Gesundheits. Begraben sind null. Das ist super, würde ich mal sagen. Krankheitsstatum 72% sind ungefähr gesund. 71%, wo sind die ganzen Kranken, bitteschön. Kapazität haben wir genug. Müll müssen wir mal gucken, wir sind jetzt bei 50%. Feuergefahr hoch. Also wir müssen hier hinten nochmal eine Feuerwehr bauen. Krimini. Ihr wisst, was ich meine. So, hier brauchen wir natürlich 100% irgendwelche. Also jedenfalls Grundschule bräuchten wir nochmal. Und Parks werden wir nochmal bauen. 1000, 1002, 5000, 7, 5, 2, 3 und 5. Recht klein und recht großer Umfang. Recht groß und gleicher Umfang. Also, ich würde sagen, eigentlich kommt man mit sowas klein besser. Ist ein kleines bisschen teurer. Aber wenn es den gleichen Umfang macht, warum soll man dann was anderes sich noch holen? So, wir brauchen noch mal ein bisschen Gewerbe hier rein. Da müssen wir mal aufpassen, dass wir ja genug Wasser noch besitzen. Mytherienhügel. Falls irgendjemand noch einen anderen Namen einfällt, dann bitte schreibt mir das in die Kommentare. Na, Autobulldozer? Na, Autobulldozer? Na, Autobulldozer? Na. So. Es werden Arbeiter gesucht überall. Wenn man noch eine extra Straße. Ich mache das jetzt mal nur improvisiert, die Straße. Dafür werde ich vielleicht kein Geld haben, oder? War mir klar.
Nee, darauf habe ich keine Lust. So. Ist nur mal so eine improvisierte Straße. Ich will mal gucken, ob das vielleicht klappt. Wenn dort Ampel, das ist schon okay. Ist nur mal so ein Test. Ist beidseitig die Straße. Ja, ist beidseitig. Also, hier, die Straße wird jedenfalls schon mal benutzt. Das ist schon mal gut. Autobahn mit Lärmschutz. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Kostenloser Nahverkehr können wir jetzt einmachen. Okay. Ölkraftwerk, Krankenhaus. Das große Brummer vielleicht noch nicht. Warum kann ich nicht bei so einer Stadt bleiben? Die ist so gemütlich und ja, schön. Ich möchte. Ja, Bus ist vielleicht recht praktisch. Da haben wir weniger Autoverkehr. Wir können ja sowieso mal gucken. Hier. Also die Stadt ist bisher noch nicht großartig ausgelastet, außer kreisverkehrsmäßig. Hier fahren ein paar Autos hin und her. Durchschnittlicher Verkehrsfluss 92%. Was will man eigentlich mehr in der Stadt? Ich weiß es nicht. Also wir haben schon mal extrem viel Geld wiederbekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, was bauen wir? Also ich würde sagen, wir brauchen wieder Wohngebiet wie und Mass. Und da wir jetzt mit Bäumen haben, würde ich sagen, bauen wir auch mit Bäumen. So. Weil ich weiß nicht, macht das eigentlich das alles ein bisschen schöner? Oder macht man da eigentlich nur Gras hin und in der Hauptstraße mit Bäumen? Also die sechs, ja, ich glaube, man könnte beides machen. Trifft sich eigentlich beides sehr gut. Nein! Ich loser. Vielleicht nehme ich auch mal morgen was Neues auf. Also ich bin mal gespannt. Vielleicht klappt es. Ah, das war nicht geplant. Das tut mir. Warum ist da eine Lücke? Okay. Gut. So, wohnen. Wohnen macht schöner, denn man hat ein wunderschönes Haus zu wohnen. Und ich kann nicht singen. Warum singe ich dann überhaupt? Weil ich Langeweile habe und die Aufnahme gleich beende. Weil die Aufnahme müsste eigentlich jetzt... Ja, wir machen mal Schluss. Muss nicht mehr hier auf den Fernseher gucken, der wie immer irgendwie dazwischen läuft. Ich frage mich immer warum. Aber ich würde sagen, jetzt war eigentlich eine gute Möglichkeit nachzugucken, wie spät wir es haben. So. Nächsten Part bin ich mal gespannt, was wir da machen. Ich werde jetzt erstmal nichts mehr aufnehmen. Drei Parts müssten reichen. Das komme ich 6 Tage, wenn ich noch was dazwischen aufnehme. Wenn nicht sogar mehr. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr davon mehr oder weniger sehen wollt. Abonnieren natürlich nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mendeswort. Ciao, ciao.